Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sniper Elite 4 mit dem Skuldur im Koop-Modus. Wir haben sich gerade, genau als ich die andere Aufnahme beendet hatte, stand da plötzlich alles klar und jeder hat sich beruhigt. Ich weiß nicht warum. Fraget mich nicht. Skull hat, glaube ich, einkillen müssen. Ja, aber ansonsten, so, aber ansonsten ist eigentlich nichts geschehen. Den da, einer steht oben. Ja, der guckt die Treppe runter. Beide stehen oben. Was, beide? Echt? Der andere muss, der Punkt, der ist auch noch oben, glaube ich. Ich schleiche jetzt mal die Treppe hoch. Es wäre auch interessant, ob dieses blaue Fragezeichen, also das, wo wir jetzt hin müssen, das Dokument sammeln, ob das unten oder oben ist. Also oben ist gefährlich, weil da ist wirklich die Mauer. Da sind relativ viele Leute drauf. Die laufen dann von oben rein. Ja, ich weiß, aber wenn ich hier um die Ecke... Oh, wo bist denn du? Ach da. Ich bin unten. Wenn ich jetzt hier um die Ecke stehe und der rennt da hierher, dann müsste ich doch normalerweise den killen können. Wenn er mich nicht direkt... Oh, da ist jemand! Und alle anderen alarmiert sind. Oh, da geht's auch noch oben. Mal, wo komme ich denn hier hin? Scheiße! Ja, wir müssen wahrscheinlich gleich neu laden. Da ist einer nicht markiert. Den habe ich nicht gesehen. Wobei? Sind zwar... Nein! Du hast mich nicht gesehen, wie ich die Leiche herumgetragen habe. Noch ist die Deckung nicht aufgeflogen? Oh nee, wir brauchen eine Tresorkombination. Ich bin beim Tresor. Also immer schön Leichen durchsuchen oder so. Einer ist unten, der ist ein bisschen aufgeschreckt. Der. Oder ist unten. So. Könnte ich die verstecken? Da hinten vielleicht. Sieht man die da hinten? Scheint alles gewesen zu sein. What? Oh Gott sei Dank. Hey, ich habe hier so viele gerade gekillt. Aber da kommen immer wieder zu dieser Mauer immer neue Patrouillen. Oh, ich bin gerade am überlegen, ob du diesen Ressourcen einfach aufspringst. Oh shit. Na gut, ich speichere mal kurz. Scheiße. Jetzt mach mal nichts zu Wichtiges, ich probiere gerade was aus. Mhm. Alter, wie es die gerissen hat gerade. Aber anscheinend hat jetzt irgendwie... Also bei mir sind so oben zwar alle aufgeschreckt, aber ich habe einen direkt killen können. Jo, also entdeckt wurde ich nicht. Glocke läuten. Bist du dort oder was? Nee. Ich hab's nur gerade aktiviert. Gehst. Yes.
So. Warum ist hier unten jemand? Oder ist es oben oder unten? Kann nochmal speichern? Ich weiß, speichern ist gerade, das nervt vielleicht, aber dieses. Alles klar, okay. What? Wo kommt der her? Not markiert? Nein! Das sind echt zwei. Och, oh, wahrscheinlich ist das jetzt der Offizier mit diesem scheiß Tresor-Kombinationsding. So, den habe ich auch erwischt. Hätte er den gar nicht abgestochen. Krasser Scheiß. Der hat den nur erwürgt oder so. Ich mit meiner Leichen-Ecke da hinten. So. Prinzipiell habe ich hier die Ecke ganz gut aufgeräumt. Oh Gott, das war eine Schaffe zu. Gott, du hast sie aufgeschreckt und ich bin gerade rausgegangen. Nein! Schnell zurück. Oh Gott, das ist ein Scharfschütze. Keine Munition mehr. Das nervt. Bist ein Sniper-Spiel und hast dann. Du bist im Scharfschütze. Boah. Du hast noch Munition? Krass. Ich hab noch 14 Schuss, ja. Mit Unterschall. Da. Hä? Was, wo? Wo ist er? Dai, trovate riparo! Boah, ich hab gerade Angst, dass ich von unten hochrenne. Wo sind die alle? Mi piace questa calma. Penso. Oh. Das, oh Gott, du hast gerade jemanden gekillt. Nicht sprinten, keine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Da hinten in der Ecke, das ist ganz gut. Also jetzt kann ich gar nicht mehr durchsuchen. Lol. Oh shit. So, wo ist denn die Glocke? Was, ich muss da rein. Scheiße, jetzt bin ich gelaufen. Ach, das ist manchmal, wenn ich nervös werde, wenn ich so in meine Richtung komme, ja. Dann denke ich mir, oh, ein Stückchen vielleicht rennen und dann zack, sind sie alarmiert. Soll ich jetzt nebenbei jetzt mal zu dieser Glocke schleichen und aktivieren? Hast du das Ding schon eingesammelt? Oder? Ja, das Lol. Ding habe ich eingeschöpft mit dem Abt. Mit der Explosion überhaupt, da habe ich es eingesammelt. So. Oder möchtest du kurz herkommen und das musst du dann machen? Warte kurz. Na, ich dachte es eigentlich gern. Aber sie halt, kannst ich verstehe. Ich wo bist du eigentlich gerade? Einfach du bist ewig weit weg. Ja, voll krass eigentlich. Ich töte hier einen nach dem anderen und. Richtig schief laufen. Ah, wobei. Höh, da kommt ja jemand hoch. Oh, schleich. Komm her. Ja, das ist sehr gut. Was? Wer hat das gesehen? Ich komm mal wieder zu dir, ne? Aha, ich glaube, da kommt gerade eine hoch. Oh Gott, das kann jetzt doof. Oh. Ui. Scheiße. Oh. Ich bin in der Sackgasse auch noch, ne? Wenn die jetzt nach. Ah, oh, die laufen nach rechts, gut.
Der läuft auch noch rechts. Der eine, wenn er die Treppe runter... Oh, Gott sei Dank. Die sehen die Leichen da hinten im Schatten nicht. Einer kommt runter. Eventuell. Nee, der bleibt erstmal oben stehen. Dann könnte ich den eigentlich rausholen, eventuell. Er kommt runter, ja. Und gönn ihn dir, wenn ich zu langsam bin. Ja, ist einfach mal stehen geblieben jetzt. Ich habe Angst, wenn ich jetzt runtergehe, dass sich genau jemand umdreht. Ah ne, er kommt runter. Ich glaube, ja. Ich glaube, er... Ja, du musst. Und hinten, in den Raum da hinten, da, hinter dir, hinter der Tür. Ja. Jetzt brauchen die, aber manchmal geht es ganz sofort, ja, ist alles okay, aber manchmal dann brauchen die ewig, bis die mal wieder aufgeben, ne? Die kommen, glaube ich, langsam zu dir, zwei Leute. Ich merke das gerade, warum, hä? Drei, vier? Die kommen gerade irgendwie alle da. Hä, warum? Ich verstehe gerade nicht, warum. Warum sind die jetzt alle hierher gelaufen? Habe ich da liegt ja keine Leiche oder sowas. Ja. Habe ich gesehen. Keine Chance. Ich verstehe jetzt nicht, warum sind die jetzt plötzlich alle so aufgeschreckt hergelaufen? Da war keine Leiche, nichts. Du hast nur den einen Nahkampfkill gemacht. Und die waren ja ewig zu weit weg. Das war ja ein bisschen ganz kurios gerade. Okay, jetzt laufen die da alle vorbei. Den einen können wir dann rausnehmen. Und dann muss ich vielleicht entweder gleich unten bleiben oder mich wieder hier hinten verstecken. Ja. So, dann gehe ich jetzt eigentlich gleich vor, weil die haben sich ja nicht umgedreht. Die sind ja weitergegangen. Wenn die sich jetzt umdrehen, ohne Witz. Krass, dass der gleich weitergegangen ist. Das wundert mich gerade ein bisschen. So. Und sind die anderen jetzt gleich alarmiert? Hier gibt's wohl nichts mehr zu holen. So, komm mal her. Jetzt gehen die wieder woanders lang. So, Fragezeichen sind da. Aber bist du unten jetzt? Doch, die kommen. Die kommen, ja, stimmt. Aber eigentlich können wir doch hier jetzt einfach weitergehen, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Gott, wenn dann du komm den mal Weg mit. Kennst. Oh, wow. Was ich ein bisschen. Ich glaube, das ist wirklich nur von der Minimap aus, der Radius. Es hat macht keinen Unterschied, ob du Oberst- und Unterstock weg sind. Wenn wir jetzt hier laufen würden, würde er das durch die fünf Wände durchhören und einen oberen Stockwerk fünf Wände. Das hat uns dann hören, nur weil er im Radius ist. Ja, wahrscheinlich. Die gehen gerade alle die Treppe runter, das sehe ich schon da hinten. So, ich glaube, es kann auch. Sprint hier. Ja, aber einer ist da noch, ne? Guck, hier war der Tresor, den ich aufgesprengt habe. Ah, okay. Und war was drin? Ja, die ist eine Aufgabe da. Mit dem Abt. Jetzt kriege ich 3 Shotgun-Muni. Genau, und wenn man da jetzt drunter geht, dann kommt man da zu Glocki. Wäre optimal eigentlich, ne? Weil die Glocke ist wirklich... Ja gut, die Glocke müssen wir noch machen und dann noch das Waffen zerstören. Ja. Das dürfen wir dann auch nicht vergessen. Eigentlich ist hier keine Ahnung.
Weil, wetten, da reagieren die überhaupt nicht, wenn plötzlich eine Glocke geläutet wird? Das interessiert die gar nicht. Ach so, jetzt müssen wir hochgehen. Ne, Inter... was? Ich habe jetzt nichts gehört. Hast du was gehört? Moment, ich tue eine Glocke läuten und dann wissen sie, in welchem LKW die Kunstzeug. Wir müssen nicht nach oben. Pass auf Fallen auf, ne? Er hat gesagt, Vorsicht auf Fallen und so. Ja, ist eigentlich nur noch die Fallen da. Waffen kaputt machen. Ach ja, da ist eine Falle, Tatsache. Krasser Shit. Snipe, gehst du da jetzt nach oben oder zum Rundesnipen? Ja, ich habe aber keine Unterschallmunition mehr. Weil ich könnte da eigentlich gut snipern. Schauen wir mal. Kann man die Glocke die ganze Zeit aktivieren? Schade. Bist du durch die Tür gegangen, oder? Mhm. Kommt man da eigentlich überhaupt irgendwie runter? Lol. Wie sollen wir da runterkommen? Kannst du... Gibt's da... Kann man das kaputt schießen? Nee, irgendwie. Scheiße. Das ist durchaus sehr, 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 sehr blöd. Wow! Was? Nein! Geil! Wieso? What the fuck? Warum? Ja, ich hab grad durchs Fernrohr mit Leertaste und da bin ich von der rechten Maustaste. Aber dann kommen wir da nicht runter, das heißt... Ach du Scheiße. Ja, ich guck mal, vielleicht schaffe ich es gleich komplett außen. Also jetzt können wir uns fast mal trennen. Ich schau mal, dass ich vielleicht mal außen rum... Du kannst oben eigentlich fast bleiben. Ich guck, ob ich wieder zurückkomme. Und dann, kannst du die... Ich glaube, ich muss in die Richtung... Ach, ich weiß nicht, wie bin ich hierher? What? Jetzt unbedingt in diesen Flügel, oder? Kann ich nicht auf den anderen Flügel? Ja, da werde ich auch sterben, wenn ich da runterspringe. Aber da ist eine Tür. Kann ich vielleicht auf der anderen Seite runter? Vorsicht, hier ist zu. Ja, genau, hinter die Mauer. Sehr gut. Krass, ich finde hier echt, hier gibt es nur einen Weg hoch und runter. Das ist interessant. Also ich muss wieder da hinten lang. Aber die gehen... Ach, die verteilen sich wieder. Das ist sehr, sehr gut. Ist jetzt richtig doof mit dem unten das Geschütz, weil... Weißt du, das muss ich... Ich muss komplett wieder zurücklaufen, ne? Oh Mann. Weil, ja, ich... Ja, stimmt. Es gibt keinen Weg drunter. Stimmt, ja. Holy shit. Müssen wir echt über diese Brücke gehen und so. Richtig doof. Da ist ein Offizier. So.
Alter, hat's mich jetzt geschockt. Das ist... Ich muss aber eigentlich nach rechts, das ist eigentlich nicht so tragisch. Wenn ich hier im Schatten bleibe... Ist mal ganz blöd, du schleichst dich da jetzt raus. Soll ich dann mich nach oben schleichen, dann auf diesen Offizier zielen und dann auf ihn schießen und dann irgendwie abhauen, oder? Wenn, ja, also wenn du unten aufgeräumt hast, ja, dann kannst du den Typen da töten, den wir töten müssen. Ja. Dann ist es eigentlich... Oh, ey, das manchmal nervt es ja auch, Gott sei Dank. Aber komisch, dass der irgendwie nicht markiert wird, dieser Offizier. Obwohl man ja, den das ist komisch, ja. Ach, wo ist denn der jetzt? So, das heißt, ich renne da jetzt komplett wieder runter und einmal außen rum. Alter, an der Mission hängen wir echt lange jetzt schon, ne? Mhm. Die Mission, die ist... Holy moly, ich glaube, das ist schon fast 3 Folgen lang. Ach nee, jetzt ist er da irgendwie... Bin ich da richtig? Ja. Alter. So, jetzt erstmal Panik und jetzt lauf raus. Danke. Nee, lol, der hat's gar nicht gecheckt. Alles klar. Boah, da musst du jetzt mal ein bisschen damit aufhören, beziehungsweise entweder Bescheid sagen, weil ich schleich da gerade rum und versuche immer aus dem Busch heraus irgendwelche Leute zu killen und dann immer, wenn das kommt, stell dir mal vor, ich will genau dem nochmal Nahkampf machen. So, es war der letzte Schuss. Ach so, lol, der ist jetzt tot, aber ich muss den noch durchsuchen. Ah, ja. Ach, du hast den jetzt schon gekillt, den Typ. Ja. Aber dann warte ich, bis du es kaputt gemacht hast, dann hole ich mir den Rosenkranz. Dabei schleiche ich noch ein bisschen. Obwohl eigentlich, die Mission kann ja fast nicht zu Ende sein, oder? Mitten im Kloster und dann... Wo ist der andere? Du könntest eigentlich mal hierher kommen, ja? So, speicher mal, bevor ich das jetzt in die Hand nehme und dann... Ja. Na
Ah, genau, verlasse das Gebiet. Okay, passt. Lol, das Gebiet verlassen ist direkt bei dir. Also bei diesem Waffen zerstören. Echt? Ja, warte, dann komme ich einmal so direkt zu dir. Oh Mann, jetzt ist der da auch aufgeschreckt. Weil er sich wieder umdrehen musste, Mann. Genau, als ich zu ihm geschlichen bin. Boah, ey. Fick die Henne, ey. Der andere auf der anderen Seite von der Brücke hat es natürlich auch schon mitbekommen. Darf ich kurz schießen? Hey, wen denn? Jemand, der mir im Weg steht. Ja, dann schieß schnell. Mann! Danke dir. Ehrlich. Boah, sowas geht mir auf den Sack. Warum rennt der da jetzt hoch zu seinen Verbündeten? Oh Mann! Den hätte ich jetzt so schön killen können. Nee, er rennt da wie so ein Marathonläufer. Oh, ich habe Angst, lasst mich nicht alleine. Missgeburten, ehrlich. Immer dann, wenn ich hinziehe, weißt du, so richtig schon auf dem Kopf. Jetzt schieße ich. Zack, läuft er weg. Oh, fuck. Zieht eure Birnen ein. What? Hinter euch habe ich doch was geworfen, ihr Missgeburten. Ehrlich. So, bin ich bei dir. Ach, fickt's euch doch. Aufgepasst! Granate! Meine Fresse. Zieht eure Köpfe ein! Nicht laufen! Ach, Scheiße. Schießt du auf den, dann? Ja, ja, genau. Wenn er mal rausguckt, ja. Meine Fresse. Vorsicht, andere. Ja, das meine ich, das passiert die ganze Zeit. Du achtest auf einen. Wow. Sag mal, warum stirbt der nicht? Lol, ich habe auch gerade auf ihn geschossen. Jetzt. Oh. Alter. Oh, manche Leute, ich raff das nicht, ne? Einfach schnell in die Luft jagen und beenden diese Mission. Furchtbar. Die Mission war jetzt wirklich Katastrophe. In meinen Augen. Gott sei Dank. No. Oh Gott. Nee, an der Mission haben wir jetzt 1,5 Stunden gesessen. Puh. Leck mich doch am Pimmellutscher, echt. Unsere Genauigkeit ist genau gleich. Ja. Hm.
Lalalala. Verringert Schäden beim Fall. Oh ja, das nehme ich gleich mal. Hui, hui, hui. Eine halbe Stunde hätten wir noch für die Folge. Oh ja, dann können wir gleich weitermachen, oder? Wenn es ist. Ich schaue mal, ob ich irgendwelche Upgrades für die Waffe habe oder sowas. Ja, das wird sich eigentlich automatisch rein, ne? So. Oh Gott. Ja, eine halbe Stunde machen wir noch und dann für die Folge und dann jo, können wir für heute eigentlich mal eine Pause einlegen. Aber Küstenstandort Magazena. Dinelli ist begeistert über die Bestätigung, dass Piero Capo getötet wurde. Er hat Wort gehalten und seine Unterstützung angeboten. Vermutlich eine Frage der Ehre für ihn. Die Partisanen sind nicht unbedingt scharf auf Dinellis Hilfe. Viele im Widerstand haben gute Gründe, die Mafia genauso zu hassen wie die Faschisten. Weavers Informant hat sich wieder gemeldet. Major Hans Dorfmann, einer von Böhms Top-Leuten. Noch dazu sein Adjutant. Angeblich hat er Informationen, die er persönlich überbringen muss. Er sagt, er wisse, wo Kessler ist. Rotfuchs an Mutterhenne. Rotfuchs an Mutterhenne. Verstanden, Rotfuchs. Küstenstandort Magazeno versenkt ungewöhnlich viele Schiffe der Alliierten. Sowohl Schiffsartillerie als auch Radartechnologie ausschalten. Ende. Hab verstanden. Ende. Vertraut Dinelli mir nicht? Sie sind jetzt unser Freund, Karl. Signor, Dinelli will Sie nur in Sicherheit wissen. Hab Piero Capo für ihn getötet. Mein Teil ist erledigt. Jetzt sind Sie dran. Helfen Sie uns. Helfen Sie den Partisanen. Würden Sie ein paar Informationen von unseren guten Absichten überzeugen? Probieren Sie es. Die Bauteile von der Werft. Sie wurden hierher gebracht. Interessant. Wozu? Wer weiß. Vielleicht verbergen die Deutschen irgendetwas. Wir sind doch Freunde, hm? Aber ja doch. Ah, das SOE-Kommando. Ich sollte sie erschießen. Berlin würde mich als Kriegshelden feiern. Irgendwas sagt mir, Sie haben kein Interesse an Orden. Wo ist Andreas Kessler? Wir brauchen ihn lebend. Oh, Kessler ist an unserem Standort in Magazeno, umgeben von Büchern und Fusel. Wieso sollte ich Ihnen trauen? Niemand würde einem Verräter trauen. Weaver weiß, dass meine Informationen gut sind. Hatte ich nicht recht mit dem Munitionsnachschub? War am Viadukt, nicht? Kleine Fische. Hören Sie, Lieutenant. Der Krieg ist unberechenbar, wenn die Alliierten durchmarschieren. Verstehe. Sie wollen sich absichern. Ich bitte Sie nur an mich zu denken, wenn die Zeit gekommen ist, Lieutenant. Mann, die sind alle oder was? Mit dem man reden musste. Keine Ahnung, wahrscheinlich. Ah, ne, da unten ist einer. Karl. Die Sache wird heiß. Kessler. Nicht nur Kessler. Am Standort in Magazeno an der Küste werden Entschlüsselungen vorgenommen. Finden wir raus, wie viel Böhms Leute über die Pläne der Alliierten wissen, ja? In Ordnung. Noch was? Nun ja, Dinelli steht zu seinem Wort. Er hat Informationen für uns. Nämlich?
Böhm hat einen Vertrauten. Einen gewissen Major Klaus Rothbauer. Die beiden tauschen sich regelmäßig aus. Sie glauben, er kennt Böhms Pläne? Mit Sicherheit, mein Freund. Holen wir ihn uns. Oh, Muchacho. Rothbauers Villa ist gut gesichert. Da können selbst Sie unmöglich rein, Karl. Nein, nein, zunächst konzentrieren wir uns auf den Küstenstandort. Alles klar. Dann müssen wir starten, oder? Ja. Oh, das sehe ich schon. Das ist wieder so eine Festung, wie das Kloster gerade. Oh, ich traue mich gar nicht auf die Karte zu schauen. Oh Gott, wie viel wir zu tun haben. Du Scheiße. Und das auf einer relativ kleinen Map. Das heißt, wenn du immer nur an einem Ort irgendwas machst, ist die ganze Map alarmiert. Also wenn wir unten die Waffe zerstören, sind die oben am Kessler finden und sagen, ey, da hinten ist doch irgendjemand getötet worden. Ach ja, wir machen schon ganz schön lächerlich über dieses Spiel. Dann wieder auf zur Waffe, dann hier so. Ist es unbedingt nötig, da lang zu laufen? Kann man nicht einfach... Hey, da ist ein Schiffboot. Oh, das wäre wieder herrlich. Ein bisschen mit Lärm, wo man immer wieder mal ohne Unterschall-Munition schießen könnte. Oh, das wäre so toll. Oh. Ja, die Glocke. Oh, nice. Was können wir immer wieder... Ja, es war gerade eine Glocke und das hat Lärm gemacht. Das war keine Glocke, das war eine Explosion. Was? Das ist dieses fette Geschütz da oben. Okay. Aber jetzt sprechen wir wieder, jetzt versuchen wir wieder mal richtig schön zu spielen, richtig abzusprechen und so. Ja. Und alle erstmal markieren. Also das sind echt fette Geschütze da oben, leckt mich am Arsch. Vielleicht sollten wir die Waffen nicht zerstören, die machen schon. Die Glocke meinst du? Ich wollte gerade sagen, aber die sind eigentlich, die müssen wir zerstören, ne? Lassen wir die erstmal. Warte, ist doch da hinten, da ist doch noch da. Siehst du die rechts da, die zwei? Ja. Die kann man mit normaler Munition einfach mal ballern jetzt. Achso, stimmt. Warte, lass mich mal, noch nicht. Warte, ja, der schießt relativ häufig. Ich nehme den linken, der steht. Den linken, der steht, gut, dann, warte, ich muss die andere Muni nachladen. Also der ohne Helm, Glück sagt. Ja, ich mach den mit Helm. Oh fuck, bitte, schieß jetzt. Ah, er geht links rum, okay. Oh nee, jetzt komm schon. Ich lande nach. Oh Scheiße. Okay. Na gut, das Problem hatten wir eigentlich schon damals. Ja, das war ein bisschen das Unlogische. Obwohl, die anderen da hinten, die haben nur die da unten. Nur die drei da unten, ja. Meinst du, dass wir da, oder sollen wir warten? Ach, ich überlege gerade, ob ich mit unterschießen soll. Ich hab den einen noch, weil noch Lärm da war, deswegen habe ich den einen noch gleich. Den auch gleich, wenn Lärm da ist. Den. Da war der andere, kommt auch noch. Warte, komm schon. Wo ist der andere? Du machst den Offizier, wenn Lärm da ist. Ich mach den anderen. Lad nach. Ja. Sehr schön. Oh yeah. Geil. Ja, da gibt's dann mehrere Waffen, oder? Was? Weiß genau. Das weiß ich nicht. Fünf Artillerie-Dinger, ja gut, doch. Ich muss mal den Offizier da durchsuchen. Ah, Dienstplan. So, perfekt. 1 von 4, das ist schon mal gut. Ja, dann sollen wir die erstmal lassen und machen wir vielleicht erstmal die Maschinen zerstören? Ich sag mal, das gibt's insgesamt 5 Geschütze, die man zerstören muss. Ach so. Also die Maschinen zerstören, ja? Also Maschinen zerstören, dann
Oder sollen wir die Geschütze noch, sollen wir das Geschütz da... Ach, ich weiß es gerade nicht. Also wir können mal gerne hochgehen zum Maschinen zerstören und dann nach das Ding kaputt machen. Die Glocke hab ich gemeint. Ich dachte, wir zur Leerung nochmal. So, ich bin im Busch. Lol, da war ja einer. Wo? Ach, gehst du gerade rein oder was? Magst du doch da reingehen und alles? Ich weiß gerade nicht. Ja, ist okay, dann könntest du vorne reingehen und ich gehe hier rein. Ja. So, was? Munition ändern lieber mal. Obwohl, jetzt lädt er gerade nach. Natürlich muss er da jetzt. Bist du jetzt eigentlich bei mir da drin oder woanders? Ich bin drinnen, ja, das sind glaube ich nur zwei Leute. Ja, genau. Auf den einen schieße ich vielleicht gleich. Perfekt. Passt. Ich glaube, das war's. Dann können wir es aber gleich zerstören, wenn wir hier sind. Ja, dachte ich auch. Nur wie? Oh Gott, ich muss die Leiche da wegnehmen, da hinten kommt einer. Kann man das von hier unten überhaupt zerstören? Das weiß ich nicht, aber da ist gerade einer. Wenn sich wirklich die Leiche hinbringen soll. Da, in das Gebüsch da. Ach, vielleicht hier hoch? Ah ja, ich glaube, wir müssen hier hochschleichen und das dann. Ah, ich glaube, das ist extrem laut. Ah ja. Ah, also wird es wahrscheinlich irgendeine Treppe geben. Okay, der Typ kommt hierher. Der gelbe Punkt dort bei dir, der ist unten, oder? Oben, oben, der ist direkt vor mir. Der ist oben, ah, das ist gut, weil dann kann ich ja eigentlich den noch rausholen. So. Dann habe ich den auch rausgenommen. Ah, das war sogar so ein starker mit Rüstung. So, Rucksackladung. Dann hau ich's mal in die Luft, das Ding. Ich gehe gerade wieder zum Gebüsch, wo ich gerade war und wo wir die Leichen weg versteckt haben. So, ich zünd's an. Geronimo, Alter. Hä, was? Okay, jetzt sind natürlich alle alarmiert. Mhm. Ich versuch wieder runterzulaufen. Ach, jetzt sind die da drinnen. Warte, einer kommt. Warte. Ach, vielleicht sollte ich lieber oben bleiben. Ach, wobei. Ach, den einen? Ach, halt, lol, das bist ja du. Nein. Könnte es nicht grün sein oder sowas? Eine andere Farbe. Oh, wo kommt jemand? Boah, das war knapp. Komm her. Ja, komm hin. Jetzt geht er dahinter, was will der da hinten? Hä? Ich überleg grad, soll ich den mit Unterschall vielleicht schon machen? Oder möchte er wohl ein bisschen Muni sparen vielleicht? Ja, immer wieder ein bisschen sneaky peeky. Oh, Vorsicht, da kommt einer. Raus. So. Kann ich ihn vielleicht hier hochlocken? Ah ne, achte auf den anderen. Ach gut, passt. Okay, passt, alles gut. Ja, mir ging es nur darum, falls er. Jetzt ziel auf den anderen, ich schleich. Oder was? Ich versuche mich mal langsam hinzuschleichen, aber du kennst es eh, der wird sich umdrehen. Obwohl, nee.
Hä? Warum ist jetzt alarmiert? Hä? Ach, weil da eine Leiche lag. Ah, so eine Knochenleiche. So. Die Leiche, warum liegt da eine blöde Leiche? Hier gibt's wohl nichts mehr zu holen. Komm mal mit. Aha, da haben wir den Übeltäter. Ich weiß zwar nicht, ob wir nochmal hierher müssen, aber... Obwohl, der eine lag eh ganz gut da eigentlich im Gebüsch. Ja, passt. Dann gehen wir mal da durch, oder war, ist man von oben schön hingekommen, oder eher unten lang? Oh, ich weiß nicht, ich würde vielleicht eher unten. Aber ich glaube, das Fragezeichen ist oben, ne? Nicht, ich glaube, da müssen wir, oder draußen? Ich weiß es gerade nicht. Okay, schön wieder langsam gehen. Okay, das mögen sie anscheinend nicht so sehr, wenn man mal Licht kaputt schießt. Ich habe gerade das Licht hier kaputt geschossen, nicht, dass sie hierher kommen. Ja. Oh. Aber der eine kimmt, oder? Nee, doch nicht. Nein. Komm her, komm her, komm her. Einer wäre gar nicht mal so schlecht, wenn er herkommen würde. Ja, ich mach so und dann zieht er mich vielleicht ein bisschen und dann guckt er, kontrolliert er. Wow, geil! Wow, wow, wow! Wow! Oh nein! Oh nein. Schnell, blockiert, weg! Oh nein, weggehen vielleicht hier? Ja. Aber vielleicht nicht ins Licht. Das war knapp. Aber vielleicht können wir den... Wenn wir jetzt hier einen Stein... Ich werfe mal einen Stein stehen. Da war doch ein Geräusch. Jetzt müsste ja nur noch der herkommen, oder? Ich hoffe es. Ich hoffe es doch. Ist denn erschossen oder Nahkampf? Hat sich noch einen Schuss erschossen. Ah, schau einer an. Und dann können wir den anderen vielleicht auch hierher locken. Warte kurz, ich schmeiß einen Stein. Achtung. Achso, F, ne? Oh, ich hab gepfiffen. Nein! Achtung, dein Job. Dein Job. Ah, nice. Wow, von hinten. Wow. Wow. Ganz ruhig, ganz ruhig. Den krieg ich, den krieg ich. Er ist tot. Boah, das war knapp. Einmal oh, daneben. Ja, ich habe einmal daneben geschossen. Schrei halt nicht so rum. Gott, das war... Boah. Aber es funktioniert hier ganz gut eigentlich. Jeder Offizier uns alle schon durchsuchen. Okay, wir können weiter. Was ist mit dem rechten Punkt hier? Der ist wahrscheinlich hier in dem... Wo ist der? In diesem... Was war das? Sind ja Tiere da drin oder so? Ich mach da Nahkampf, wenn er kommt. Wo ist denn der? Hä? Das ist irgendwie oben. Ach, der ist oben. Ach so. Na, das ist die Treppe. Ah, er kommt runter. Er kommt runter. Geh weg, geh weg, geh weg. Schön nah an der Wand. Komm. So, nice. Alles klar, passt. Dann gehen wir hoch, oder? Dann haben wir hier eigentlich alle schön sneaky-beaky-like fertig gemacht.
Geil. Das haben wir lange nicht mehr geschafft, so schön. Ohne neu starten. Ja, ich glaube, es lag echt an einer anderen Mission, die irgendwann kacke. Auch vom Map-Design und sowas, ich glaube. Hä? Muss ich hier was zum Sammeln vielleicht? Schauen wir kurz ein bisschen rum. Eher nicht, oder? Na, hier ist nur eine Pistole. Ich gehe hier nochmal rein. Na, kann man hier wahrscheinlich jetzt hoch, oder? Achso, alles hier drin. Hier. Was ist denn eigentlich für eine Maschine? Sieht aus wie ein Server, so von keine Ahnung an. Okay. Ich mach schon, okay? Ich integriere. Jo, ah ja, ich stehe direkt davor. So. Gut, dann auf zur. Da fährt ein Panzer. Der fährt hier runter. Sollen wir mal vielleicht ganz schnell eine Mine legen? Boah. Du kannst es probieren, ja. Oder wendet der oben? Nee, ich glaube, er kommt gerade runtergefahren. Aber da hätten wir den auch gleich erledigt. Mhm. Wir müssen eh hier die Informationen finden. Da haben wir den schon mal weg. Ich nehme schon mal eine Granate in die Hand. Oh, perfekt. Endlich. Aber die anderen sind alarmiert jetzt. Ich weiß auch nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß auch nicht, seit wann die das stört, dass da ein Panzer explodiert. Das haben sie sonst auch nie. Sonst hat es den auch nie gejuckt. Oh, ich kann den so schnell schießen, aber ich will jetzt eigentlich nicht meine Muni verschwenden. Oder sollen wir hier ein bisschen aufräumen, weil der kommt gerade ganz schön. Warte, erstmal markieren wir alle. Den da hinten. Ja, das andere Geschütz feuert irgendwie nicht, ne? Irgendwie. Ja, vielleicht hätten wir das andere doch nochmal lassen sollen. Da ist noch einer. Ich meine, das hat ja nicht uns angeschossen. Wow! Eigentlich. Wieso zum Teufel? Sollen wir die da ein bisschen dezimieren? Jo. Okay, warte, machen wir das ein bisschen nach Plan oder wieder jeder für sich einfach so? Ja, ein bisschen Plan. Siehst du den Offizier und den Soldaten hinließen? Ja. Ja, okay, alles klar, jetzt bei mir, jetzt haben sie sich beruhigt. Achso, ja, bei mir auch. Jetzt könnte man wieder. Ja, gut, eigentlich macht aber auch keinen Unterschied, oder? Jetzt machen wir mal. Vielleicht die zwei. Den einen da hinten, den mache ich schnell. Der ganz da links, der ist ganz alleine. Mhm. So. Und perfekt. Dann. Siehst du. Guck mal, wie war nochmal markieren mit B, ne? Und dann. Leertaste, oder? Siehst du in diese. Wie war denn das? Ah ja. Siehst du dort die zwei? Ja. Hä? Was ist jetzt passiert? Hä? Ja, der steht direkt vor mir, wenn ich rausluke zum Zielen. Achso. Ah gut. Ach, da ist noch einer. Warte, der ist noch nicht markiert. Da ist noch einer. Oh. Da oben ist noch einer. Ja, es ist jetzt ein bisschen blöd. Nicht vergessen, an uns kommt nichts vorbei. Nicht verlassen, an uns kommt nichts vorbei. Ich will, glaube ich, den Offizier daraus schießen. Ja, mach. Warte, vielleicht, wenn ein bisschen in der Deckung ist. Vielleicht irgendwo, vielleicht durch Zufall. Aber siehst du den Soldaten da rechts? Ah ja, den da. Ja, den sehe ich, den kann ich. Ja, aber es ist ja relativ weit weg. Ne, irgendwas müssen wir eh machen. Oh, warte, da ist einer noch nicht markiert. Noch ein Offizier. Oh, fuck. Boah, das werden ja immer mehr. Ah, shit. Da hinten ist nur mal einer, der ist ganz allein rum. Jetzt vielleicht den Offizier rausnehmen? Den linken bei mir? Ja, wenn er bei den Tonnen ist, weißt du? Ja. Jetzt?
ist okay, ganz ruhig. Ich kann über einen Busch. Ja. Die anderen da hinten verdünnisieren sich eh noch da. Könnte man eigentlich dieses mit den zwei Punkten, der Typ, da könnte man eigentlich auch raus. Oder siehst du die da hinten, die links, die, der eine, der gerade losläuft und der dahinter? Aha. Die würde ich gerne. Ich würde mich um den hinteren kümmern, wenn der da mal rauskommt. Ja, auf den anderen kann ich gerade gar nicht schießen. Achso, kannst du den, der gerade läuft, erschießen? Also ich, der jetzt gerade stehen geblieben ist. Hä? Ist, wurde die doch nebeneinander, oder? Nee, schauen, ich glaube, du schaust, nee, gar nicht. Bei mir ist kein nebeneinander. Also ich schau gerade dahin. Ich erschieß gleich den Offizier. Ich erschieß den Offizier, du lehn links daneben. Was, Offizier? Genau, dann nehme ich den dahinter. So. So, dann den da oben mache ich. Mhm. So, jetzt sollten wir es erstmal. Die zwei links. Die allein. Ah, ja. Dann nehme da ich den linken. Recht. Gut, dann nehme ich den linken. 3, 2, 1. Ah! Lol. Haben wir noch irgendwelche? Ich sehe jetzt keinen mehr, den ich richtig erschießen kann. Doch. Ja, die zwei da hinten jetzt, ne? So, ich gehe mal ein bisschen ran. Mhm. Den Rest könnte man eigentlich mit Nahkampf machen. Ha? Ja. Hier ist schon wieder so wenig Money. Ach, das sind die Infos, ja. Gönnen sie dir gleich. Oh, das explodiert, oder wie? Jetzt kommt der daher. Wo rennt der hin? Der rennt immer weiter weg, der Arsch. Genickbruch. So. Gut, dann da ja mal hingehen. So, dann haben wir das eigentlich auch schon. Jetzt den. Da müssen wir viele Sachen machen. Waffe zerstören, Offizier töten und. Hä? Zweimal Waffe zerstören. Okay, krass. Mhm. Hier könnte ich optional eine Waffe zerstören. Hey, da steht ja noch eine. Hä? Ich weiß nicht, was das bringt, wenn man hier so eine Schutzmauer kaputt macht. Ey, wieso reagiert der von mal? Ich habe eine Laterne ausgeschossen. Den könnte ich eventuell. Wenn ich hier ein das da und dann das wieder tausche. Oh, oh.
Hä? Oh, sorry, war knapp. Aber wenn es vielleicht gar nicht mehr so schlecht wäre, dann komme ich ein bisschen nah ran. Komme ich näher ran. So, bin dran. Offizier. Ach komm, dann nehme ich jetzt mal raus. Wow, fuck! Oh! Sorry. Ich bin gerade, weißt du, so wirklich so aus Angst losgelaufen, damit ich den nahkämpfen kann und dann. Oh, jetzt steht der direkt bei der Scheißlampe. Keine Lampe mehr. Soll ich schießen oder machst du den Nahkampf? Wollte ich, aber jetzt ist es so weit weg. Aber ich blick gerade. Aber denk dran, da ist da hinten beim Fragezeichen, da läuft gerade noch einer, ne? Ganz da hinten bei dir. Ja, sehe ich. Dann kümmere ich mich. Ich glaube, ich lock den einen. Wobei. Ja doch, ich lock den einen zu mir eventuell. Ein Geräusch. Ah! Die sind ja beide draußen. Was gehört? Warte da nicht langlaufen, da habe ich gerade einen Stein hingeworfen. Wow. Oh. Ah. 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 Gott. Moment. Oh Gott. Was war das? Nicht loslaufen, warum läufst du jetzt? Ich habe ein Geräusch gehört und läuft jetzt noch ganz anders. So langsam. Aber wenn er jetzt hierher kommt, dann geht's vielleicht. Ja, nein. Ach komm, hauen vielleicht auch. Da war doch ein Geräusch. So, Schnauze voll. Oh, der ging mir gerade ein bisschen auf den Keks, so wie der die ganze Zeit gelaufen ist. Gut, muss reichen. Hast du den Motor schon sabotiert? Mhm. Ah, wunderbar. Ich dann. Guck, kannst du dir gleich mal anschauen für World of Warships, wo die Schwachstellen sind von den Da hat die Zitadelle da schön unten hinschießen. Kreuz und Kreuz aus Ziel. Aha, aha, okay. Typ A, Typ B. Soll komm ich mal das mit in die Luft jagen? Ne, komm mal mit, wir müssen die anderen zwei noch killen. Da kann man direkt schön partnermäßig, jeder eins. Jetzt alles klar, jetzt machen sie alles klar, jetzt kommen sie beide hoch. Ist das dein. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Vielleicht laufen sie. Vielleicht laufen sie vorbei, danke. Ah, toll. Okay, ich den hinteren, du den vorderen. Jetzt ich den hinteren. warte, gar nicht mal so schlecht, warte kurz. Vielleicht macht er den Generator. Und den kann ich. Ja, komm, schau den Generator an. Ja, der ist blöd kaputt, ne? Oder macht überhaupt den Generator? Ich seh's gerade gar nicht. Ah, doch. Geil! Alles war jetzt noch perfekter, wie ich eigentlich wollte. So. Okay, dann hier mal Ladung hinsetzen. Ich lade zu die. Hä, warum kann man da eine Ladung hinsetzen? Ja, aber kann irgendwie ziemlich viele Ladungen irgendwie setzen. Dann tue ich hier eine Ladung. Waffe zerstören. Und wie geht das? Ah, nicht, dass es das ist. Oh, Gott sei Dank, ging nicht. Ach, da, okay, ich hab's. Achtung, ich mach. Geh du auf die an. Hast du schon gemacht oder was? Achso. Achso, wolltest du parallel machen oder was? Ja, ich hätte es parallel gemacht. Aber ist ja nicht egal. Achso. Ist ja nicht so schlimm.
Oh, also bis jetzt geht die Mission richtig, richtig gut. Gerade macht wieder Bock im Gegensatz zu anderen Missionen. Ja. Holy moly, die andere war so furchtbar. Und jetzt, bis jetzt haben wir alles richtig schön hinbekommen. Aber ich darf auch sagen, dass das ein richtig schöner Abschluss ist, prinzipiell. Und deswegen darf ich auch da schon sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Jo, tschüss.